Herr Ströbele, wären Sie nicht Politiker geworden, wären Sie? Naja, vielleicht Richter geworden. Ich hatte mich übrigens ursprünglich für den Richterdienst beworben. Ich hatte auch ein entsprechendes Examen, das hätte geklappt. Aber dann hat man mir gesagt, weil ich in dem Büro des Rechtsanwalts Mahler, dem APRO-Büro war, könnten Sie mich nicht nehmen. Herr Ströbele, Sie waren sich nie zu schade für was? Auch Mandanten zu verteidigen, bei denen viele Leute den Eindruck hatten, die sollten gar nicht verteidigt werden. Herr Ströbele, Sie wären gerne mal für einen Tag wer? So ein richtiger, einsamer Mann auf dem Land mit Schafen, einem Esel und mehreren Hunden. Warum das? Das war eigentlich meine Vorstellung, wie ich mein Alter verbringe. Irgendwo im Odenwald, so das ganz einfache Leben, wo man selber was anbaut und viel mit Tieren zu tun hat. Ihr größter Fehler war? Ein Tag, an den ich mich besonders erinnere, ist, dass ich einen Mandanten hatte, der eines ganz schlimmen Verbrechens angeklagt war, der sich bei mir im Büro gemeldet hat und gestellt hat und wo ich bis zuletzt der Meinung war, der ist unschuldig und für ihn gekämpft habe. Und dann hat er selber gestanden und dann stand ich da als der, der ihm geglaubt hat, zu Unrecht. Ihr Lebensmotto? Mehr Gerechtigkeit in der Welt und was dazu beitragen. Ich sage immer, ich will die Revolution immer noch. Welchen Satz hassen Sie am meisten? Du musst dich so verhalten, wie das andere auch tun. In der Partei, in deiner Umgebung oder im Bündnis etwa der NATO oder auch der Europäischen Union. Worüber können Sie lachen, so richtig laut? Über die Heute-Show. Auf welche Leistungen sind Sie besonders stolz? Dass ich es geschafft habe, viermal von der Bevölkerung in meinem Wahlkreis so akzeptiert zu werden, dass ich das Direktmandat gewonnen habe. Das ist wirklich was, auf das ich immer wieder stolz bin. Was war eigentlich Ihr Lieblingsfach in der Schule? Geschichte, ganz eindeutig. Da war ich auch, habe ich meine besten Noten immer gehabt. Und ich habe als Abitursthema gehabt China damals, was in den 50er Jahren nicht besonders in war in Deutschland. Sie sind ja sehr bekannt. Wo kann Ströbele eigentlich Ströbele sein? Na, zu Hause, in den vier Wänden, wo ich auch mich einfach mal hängen lassen kann, wo ich mal nichts tue, rumträume und vor allen Dingen dann alles Mögliche mache, was andere Leute sagen, das kannst du doch viel besser kaufen, selber kaufen. Also zum Beispiel, jetzt bin ich dabei, mir meine Wachskerzen wieder nachzugießen oder in der Wohnung Reparaturen durchzuführen, so handwerkliche Sachen. Die mache ich sehr unfachgemäß, aber ich bin dann sehr, sehr stolz, wenn es klappt. Und was ist für Sie die größte Versuchung? Versuchung. Manchmal konform zu sein und nachzugeben, was ich dann nachher bereue. Vielen Dank.